So, dann einmal bitte den Benjamin aus der Schweiz. Jetzt habe ich es endlich deinen Namen gemerkt. Hallo zusammen, freut mich sehr, hier sprechen zu dürfen. Wie schon angekündigt, ich bin aus der Schweiz, man hört es wohl auch. Ich möchte mit euch einen Brief teilen, den ich vor einem Monat an die Schweizer Regierung gesandt habe. Der besteht aus einer öffentlichen Bekanntmachung und einem Begleitschreiben. Die Bekanntmachung habe ich ein bisschen gekürzt, die kann in kompletter Form auf dem Internet nachgeschaut werden, und zwar unter bewusste-selbstverwirklichung.wordpress.com. Nun zu der öffentlichen Bekanntmachung. Diese Bekanntmachung richtet sich offiziell an die oben und unten genannten Parteien, an die Schweizerische Eidgenossenschaft, all ihre Organe und Unterinstanzen und alle ihre Nachfolger, sämtliche Betroffenen oder Interessierten, natürlichen und juristischen Personen, Nationen, Menschen und Wesen in der gesamten Schöpfung. Die im Folgenden erwähnten Gesetzesartikel sind dazu gedacht, Ihnen eine rechtmäßige Handhabung meiner öffentlichen Bekanntmachung zu ermöglichen. Hiermit teile ich Ihnen in vollem Ernst, in vollem Besitz meiner geistigen und körperlichen Fähigkeiten, wachem Bewusstsein, in Liebe und guter Absicht Folgendes mit. Ich, Benjamin Thaddäus Ura aus der Familie Vogler-Mannhardt, bin ein natürliches, freies, geistig-sittliches Wesen der Schöpfung, ein Mensch aus Fleisch und Blut und als solcher Ausdruck der universellen Wirkkräfte von allem, was ist, im allgemeinen Sprachgebrauch als Schöpfung bezeichnet. Ich bin ausschließlich der Schöpfung verpflichtet und unterliege ausschließlich deren Gesetzmäßigkeiten. In Anlehnung an die Präambel der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, nutze ich, der Mensch Benjamin Thaddäus Ura aus der Familie Vogler-Mannhardt, Kraft meines freien Willens, mein natürliches Recht als Mensch, all meine privaten Belange selbst zu verwalten und meine persönliche Freiheit wahrzunehmen. Dies ist innerhalb Ihres Systems als Recht aufzufassen und wird gestützt durch Artikel 10 Absatz 2 der Bundesverfassung. Ich, der Mensch Benjamin Thaddäus Ura aus der Familie Vogler-Mannhardt, verzichte auf die Nutzung meiner Rechtsfähigkeit, wie sie mir gemäß Artikel 11 Absatz 1 und 2 Schweizerisches Zivilgesetzbuch angeboten wird. Damit verlieren sämtliche ihre Statuten ihre Gesetzeskraft meiner natürlichen Person Benjamin Vogler gegenüber. Somit bin nur noch ich, der Mensch Benjamin Thaddäus Ura aus der Familie Vogler-Mannhardt, für meine natürliche Person zuständig. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Dienste. Ich bin ein friedvoller Mensch, der das Leben liebt und respektiert. Ich verwalte und regiere mich selbstständig, mich in der Ausübung meiner natürlichen Handlungen und Tätigkeiten als Mensch zu stören, zu kontrollieren, zu überprüfen oder zurechtzuweisen, ist unbegründet, unnötig und ab heute innerhalb Ihres Systems auch als rechtswidrig aufzufassen. Ich habe den Willen und die Absicht, dankbar und in Liebe zu leben, das Leben und die Natur zu schützen und zu respektieren, niemandem zu schaden, niemanden zu verletzen und kein fremdes Eigentum oder fremden Besitz zu beschädigen oder eigenmächtig an mich zu nehmen. Für den Fall eines durch mich verursachten, mit Sicherheit meinerseits unbeabsichtigten, nachvollziehbaren Schadens an Menschen, deren Eigentum oder deren Besitz, übernehme ich selbstverständlich die volle Verantwortung und werde mein Möglichstes tun, um den Schaden zu kompensieren. Ich beanspruche, ohne jegliche Bindung an statutarische Verpflichtungen oder Einschränkungen zu leben.
Nicht zu niemand hat das Recht, mich zu regieren, zu kommandieren, zu regulieren oder zu etwas zu verpflichten, ohne meine vorherige ausdrückliche Zustimmung. Sollte ich in eine solche Zustimmung unter Drohung oder Täuschung genötigt werden, dann ist das keine solche Zustimmung. Ich beanspruche meine körperliche und geistige Unversehrtheit. Dies ist innerhalb Ihres Systems als Recht aufzufassen, ebenfalls gestützt durch Artikel 10 Absatz 2 der Bundesverfassung sowie durch Artikel 7 der Bundesverfassung. Somit sei allen interessierten und betroffenen Parteien mitgeteilt, dass ich, das natürliche geistig-sittliche Wesen, der Mensch Benjamin Thaddäus Ura aus der Familie Vogler-Mannhardt, ein freier Bewohner des Planeten Erde bin und niemandem außer meinem Schöpfer Rechenschaft über mein Handeln schuldig bin. Ich lebe in voller Souveränität und unter keinerlei fremder Herrschaft. Ich habe die ehrliche und redliche Absicht, in Frieden mit allem zu leben. Diese öffentliche Bekanntmachung ist weltweit gültig und verliert seine Gültigkeit erst 7 Tage nach meinem physischen Tod. Jeder, der mich in meinen natürlichen Aktivitäten als Mensch stört, nachdem ihm diese meine Bekanntmachung mitgeteilt wurde und der es versäumt, ordnungsgemäß zu verhandeln oder eine rechtmäßige Gegenbehauptung zu tätigen, meine natürlichen Ansprüche und meinen freien Willen als Mensch verletzt und sich dafür vor sich selbst, vor mir und vor seinem Schöpfer verantworten müssen wird. Gezeichnet Benjamin Thaddäus Ura aus der Familie Vogler-Mannhardt. Und nun zum Begleitschreiben. Sehr geschätzter Mitmensch, in diesem Begleitschreiben möchte ich Ihnen von Mensch zu Mensch meine Beweggründe für die Einreichung meiner öffentlichen Bekanntmachung näherbringen. Alles hat damit begonnen, dass ich vor 3 Jahren angefangen habe, mir Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Dies waren Fragen wie: Warum zerstören wir unsere Lebensgrundlage und beuten die Erde aus? Wem gehört eigentlich die Erde und ihre Ressourcen? Bin ich geboren, um mit all meinen Mitmenschen zu konkurrieren und in Wettbewerb mit ihnen zu treten? Warum haben Werte wie Respekt, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und Toleranz kaum eine Bedeutung und sind allzu oft nur Lippenbekenntnisse? Warum sind Besitz, Macht, Geld und Status angeblich so erstrebenswert? Wie kann es sein, dass ich angeblich mit Schulden belastet geboren werde? Bei wem ist die ganze Welt denn eigentlich verschuldet? Warum ist Wirtschaftswachstum das allgegenwärtige Mantra? Gibt es Alternativen zum aktuellen Geld- und Wirtschaftssystem? Warum werden alternative Technologien, zum Beispiel im Energie- oder Medizinsektor, unterdrückt, ignoriert oder sogar verteufelt? Ist es möglich, das derzeitige Finanz-, Wirtschafts- und Politsystem durch Nutzung der vorhandenen Mitbestimmungsmittel von innen heraus nachhaltig zu verändern? Warum hängt man die Kleinen und die Großen lässt man laufen? Warum werden weltweit Kriege geführt und wieso entstehen immer wieder neue Konfliktherde? Ist der Mensch im Kern wirklich schlecht und muss deshalb kontrolliert und überwacht werden? Warum habe ich mich angeblich einer weltlichen Autorität unterzuordnen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Person? Hat das aktuelle und angeblich bisher beste aller Systeme im Verlauf zum Beispiel der letzten 100 Jahre zu einer Verbesserung der Lebensumstände der Menschheit und zu einem nachhaltigeren Umgang mit der Erde geführt? Auf wessen Kosten leiste ich mir denn mir angebotenen Luxus? Ist das uns umgebende Glaubens- und Wertesystem eigentlich Gott gegeben oder von Menschen gemacht? Warum hat die persönliche Berufung eines jeden Menschen nicht die oberste Priorität? Was ist der Sinn des Lebens? Zahllose Bücher, Filmbeiträge, Interviews und Vorträge haben mir die meisten obiger Fragen beantworten können. Einige Antworten muss jeder Mensch für sich selber finden, andere sind für die meisten Menschen gleich.
Falls Sie dies nicht bereits tun, empfehle ich Ihnen, sich selber auf die Suche nach Antworten zu machen und sich einen eigenen Überblick über unser derzeitiges Zusammenleben und dessen Mechanismen zu verschaffen. Ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, dass eine der zentralsten Ursachen für die weltweiten Missstände das verzinste Schuldgeldsystem ist. Da das vorherrschende System eine Erfindung der Menschheit ist, müsste es eigentlich der Menschheit dienen, tut es aber nicht. Dieses System optimiert sich laufend selbst und zwar auf Kosten der Teilnehmer. Für das System ist der Mensch entweder Humankapital und Konsument, oder ein Kosten- und somit Störfaktor. In Wahrheit sind die beiden Gegner in unserer weltweiten Krise auf der einen Seite der Planet Erde mit all seinen Bewohnern und Ressourcen und auf der anderen Seite das höchst fragwürdige System der Menschheit mit seinen Mitspielern. Unsere Eintrittskarte ins System, der Adapter ans Rechtssystem, stellt das fiktive Rechtssubjekt der natürlichen Person dar, welche bei jeder gemeldeten Lebendgeburt automatisch im System generiert wird. Kein Mensch ist eine natürliche Person, aber praktisch jeder Mensch hat eine. Somit ist offensichtlich, dass praktisch jeder Mann auf beiden Seiten spielt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Jeder Mensch hat den freien Willen und kann somit am vorherrschenden System mittels seiner natürlichen Person teilhaben, wenn er dies will. Ich respektiere die persönliche Entscheidung eines jeden Menschen. Aufgrund der immer ausgeprägteren Verstrickung der weltweiten Wirtschaftselite, im speziellen Hochfinanz, Rüstung, Energie und Chemie, mit der politischen Elite habe ich den Glauben verloren, dass die Politik entgegen ihrer eigentlichen Aufgabe primär dem Wohle der Menschen dient, sie dient dem System. Dass eine Lösung der weltweiten Missstände über die Politik möglich ist, halte ich daher für eine Illusion. Da mir inzwischen bewusst geworden ist, inwieweit ich selber über meine Person als mitspielender Mensch für die weltweiten Missstände mitverantwortlich bin, kann ich eine weiterführende Unterstützung dieser Strukturen nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Wer etwas gegen unsere globale Krise tun will, dem bleibt meiner Meinung nach nur der Weg zu erkennen, was wir wirklich sind. Liebevolle menschliche Wesen auf einem wundervollen Planeten, welche ausgetrickst wurden und ohne es zu wissen gegen uns selbst spielen, maskiert mit Personen. Jeder einzelne Mensch trägt durch sein tägliches Verhalten, speziell sein Konsumverhalten, zur Aufrechterhaltung der aktuellen Strukturen mehr oder weniger bei. Ich betrachte es als meine Pflicht als Mensch, diese Strukturen so wenig wie möglich zu unterstützen. Dies erfordert, dass ich meine Eigenverantwortung wahrnehme und nicht weiter meine Verantwortung auf das System übertrage. Diese Übertragung der Eigenverantwortung an das System macht praktisch jedermann, meistens ohne sich dessen bewusst zu sein. Unglücklicherweise hat ein von Menschen erschaffenes künstliches System kein Verantwortungsbewusstsein. Dies führt nun dazu, dass praktisch niemand Verantwortung der Menschheit und der Erde gegenüber wahrnimmt. Dies ist ein grundlegendes Problem, denn ohne Verantwortungsübernahme wird die Menschheit sich selber und ihre Lebensgrundlage zugrunde richten. Je mehr Menschen den Mut finden, sich zum Planeten und zum Leben zu bekennen, umso schneller wird diesem System die Kraft ausgehen, ganz von selbst und ohne Revolution. Denn mit jedem, der dem System die Kraft seiner Person nimmt, stirbt das System um einen Mitspieler und gleichzeitig bekommt die Erde einen Mitstreiter mehr. Dies ist von mir aus gesehen der einzige Weg, unsere globale Krise friedlich zu lösen. Diese Freiheit muss jeder selbst erkennen, nutzen und die entsprechende Verantwortung übernehmen. Das Erkennen des Selbst und das Bekennen zum menschlichen Miteinander, weg vom systemischen Gegeneinander, ist meiner Meinung nach unverzichtbar.
Ich habe durch meine öffentliche Bekanntmachung meine Person aus dem System genommen, weil ich mich als erwachsenes Wesen mit Selbstverantwortung und Nächstenliebe dazu entschlossen habe, wieder auf der Seite zu spielen, wo ich hingehöre. Die Seite der Menschheit und der Erde. Derzeit findet ein Erwachen der Menschen in großem Stil statt. Dieses Erwachen ist von friedlicher Natur und zum Wohle der gesamten Menschheit. Viele Menschen erkennen derzeit, dass einige wenige, die noch zu oberst in der Hierarchie stehen, durch private, gewinnorientierte Unternehmen die Menschheit faktisch versklavt haben. Dies ist ihnen gelungen durch die Kontrolle von Finanzen, Regierungen, Militär, Rechtssystemen und deren Vollzugsbehörden. Energieförderung, Nahrungsmittelproduktion, Bildung, medizinische Versorgung und Wasserversorgung, also ziemlich jeden Aspekt unseres Lebens. Sie können dies sicher aufgrund persönlicher als auch beruflicher Erfahrungen nachvollziehen und erkennen. Bitte informieren Sie Ihre Mitmenschen über die Lage der Welt, teilen Sie dieses Schreiben um eine öffentliche Bekanntmachung mit Freunden, Kollegen und Familie. So wie ich Ihnen diesen Dienst erweise, können Sie das auch tun und einen Beitrag zur Befreiung der Menschheit leisten. Ich grüße Sie herzlichst, danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Dienste und wünsche Ihnen und Ihren Lieben sowie allen Wesen der Schöpfung ein Leben in Liebe, Fülle, Freiheit und Einheit. Benjamin Thaddäus Ura aus der Familie Vogler-Mannhardt. Danke. Danke, Benjamin. Eine kurze Frage, wie kommst du hier zu unserer Mahnwache nach Braunschweig? Ich reise momentan durch die Lande und versuche immer mal wieder eine Mahnwache zu besuchen. Okay, alles klar. Dann eine gute Weiterreise. Danke für deinen Vortrag. Dankeschön.